Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Mit dem Wochenspruch für die kommende Woche möchte ich euch ganz herzlich zu dem Gottesdienst begrüßen, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern wollen. Herzlichen Gruß heute Morgen auch Walter Hilbrands, er wird uns die Predigt halten, Gottes Segen dazu. Ich möchte zum Anfang beten und soweit wie es möglich ist, bitte ich aufzustehen. Lieber Vater, hab Dank für den Morgen, den du uns gegeben hast. Hab Dank dafür, dass du uns gnädig bist und dass wir wissen dürfen, dass du lebst und dass wir in dir leben dürfen. Ich möchte dir danken dafür, dass du gut bist, trotz der Dinge, die uns manchmal begegnen. Du siehst jedem seine persönliche Situation, die Situation in der Welt, dass viele Dinge so anders sind, wie sie uns wünschen würden. Und doch hast du alles in der Hand und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns heute Morgen begegnest, dass wir dir das geben können, was wir mitgebracht haben und dass du uns erfüllst für die nächste Woche. Amen. Ich finde es schön, dass die Reihen so gefüllt sind. Ich sehe ganz neue Gesichter. Ich sehe Gesichter, die ich länger nicht mehr hier gesehen habe. Euch alle ganz herzlich willkommen. Wir schauen zu Hause ganz gern mal Kabarett. Und da gibt es ja doch die einen guten und noch besseren Kabarettisten. Und ich genieße es manchmal, wenn so gewisse Themen aufgearbeitet werden. Und alles hat ja auch so seine Richtigkeit. Und so war es, dass wir eines Abends auf dem Sofa saßen und uns eine Kabarettshow angeguckt haben. Und der Kabarettist hat sich mit dem Thema beschäftigt, Betrug oder Beschiss, wie er es nannte. Wo einfach aufgezeigt wurde, dass das, was beworben wurde, halt nicht das war, was nachher wirklich drinsteckte. Und ich schreckte ein bisschen auf, wo er sagte, aber die Christen, die sind die cleversten von allen. Da dachte ich, na, was kommt jetzt? Die Christen vertrösten auf nach dem Tod. Da fällt der Betrug erst auf, wenn man schon tot ist. Und ich habe darüber nachgedacht, was für ein Bild geben wir ab und wie immer, machst du mal eins weiter? Nochmal? Läuft, gell? Ja. Wir haben von der Hoffnung gesprochen, von der Hoffnung, die in uns ist, durch Jesus Christus. Und ich habe mich so gefragt, wie sieht es aus mit unserer Hoffnung? Und ich möchte heute Morgen einladen, euch einmal drüber nachzudenken. Wo ist eure Hoffnung? Wir haben in der letzten Zeit in unserer Gemeinde einige Geschwister beerdigen müssen. Und wenn die Hoffnung über den Tod hinausgeht, wo liegt die Hoffnung? Zwischen Krippe und zwischen Grab. Wo liegt die Hoffnung in deinem Leben? Oder hast du Hoffnung? Begründete Hoffnung? Darüber wollen wir heute Morgen nachdenken und ich freue mich auf das Thema und auf die Predigt und auf das, was du uns zu sagen hast. Wir wollen jetzt das erste Lied zusammen singen und bei diesem Lied legen wir dann auch die Kollekte ein. Thank you.
Guten Morgen. Schön, dass heute so viele da sind. Ja, ich habe einige Infos zum Weitergeben. Am kommenden Sonntag ist hier Gottesdienst mit Pastor Hens. Gleichzeitig wollen wir auch wieder das Abendmahl feiern. Beginn ist wie immer um 10.30 Uhr. Dann habe ich noch mal hinten auf diese Liste geguckt. Ich habe da jetzt auch mehrere Infos zu für diese 50-Jahr-Feier Angelburg. Die findet ja statt am 6. Juli diesen Jahres. Da sind ja die drei Dörfer Lixfeld, Frechenhausen, Gönnern zusammen eine Großgemeinde geworden. Das soll ja auch gebührend gefeiert werden unten unter der Schule auf dem Sportplatz. Und dann habe ich das auch jetzt im Internet gelesen. Die Gemeinde Angelburg hat da auch noch mal drauf hingewiesen. Wir wussten nämlich am Anfang nicht, für was brauchen die jetzt Helfer. Also es werden erstmal Helfer gebraucht, die einfach zur Verfügung stehen, um gewisse Arbeiten, Aufbau, Organisation, Kaffeekuchen, Buffet, Getränke, also jeder, der hätte dann so einen Zustellungsbereich, wo man mit eingeteilt wird. Es geht einfach erstmal darum, die Namen hier einfach sich einzutragen, um zu signalisieren, ich bin bereit dafür, ihr könnt mich einteilen, wo Hilfe nötig ist. Das nochmal euch ans Herz gelegt, dass ihr euch da auch eintragen könnt. Ich lege es gleich wieder hinten hin. Ja, wir haben noch... Ich lese aus 1. Korinther 15, ab 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung,
als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass er ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird er auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, auf das Gott sei alles in allem. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Vielen Dank für die Einladung und die nette Begrüßung. So warm, dass man schon ohne Jackett hier stehen kann, ist auch mal was Besonderes. Ja, dann darf man euch ja beglückwünschen, 50 Jahre Angelburg, das ist ja schon was. Die FTH wird auch 50 Jahre dieses Jahr, auch 74 gegründet worden, von daher ein glücklicher Zufall. Wir haben das Jubiläumsjahr eröffnet mit einer Türkei-Reise.
Ich war eine der Reisebegleiter, wir waren auf den Spuren des Paulus in Ephesus und so weiter und auch dort, wo die sieben Sendschreiben hingesandt worden sind. War sehr interessant, dann auf den originalen Städten zu laufen, wo auch Paulus gelaufen ist, die Gebäude zu sehen, die er auch gesehen hat. Also das war sehr beeindruckend. Ja, jetzt geht es immer noch um Ostern. Wir haben letzten Sonntag Ostern gefeiert und ihr habt wahrscheinlich schon viele Predigten auch über die Auferstehung gehört und wahrscheinlich kann man gar nichts Neues mehr sagen zu Ostern, denke ich. Und eigentlich sind es auch gar nicht so ganz viele Ereignisse in der Bibel, die von diesem ganz zentralen Ereignis berichten. Es sind so knapp 10 Ereignisse, aber die sind ganz wesentlich für unseren Glauben. Ja, die Frauen am Grab, die Erscheinung der Engel und dass Petrus und Johannes zum Grab laufen. Dann haben wir die Geschichte auch von den Emmaus-Jüngern, die dem Auferstandenen begegnen. Wir lesen auch von Maria Magdalena im Garten, die ihn zunächst für einen Gärtner hält. Auch, dass Jesus den Jüngern erscheint, hinter verschlossenen Türen und dann sich ganz besonders nochmal dem ungläubigen Thomas zeigt. Dann haben wir die Geschichte Jesus am See Tiberias mit diesem wunderbaren Fischfang und dann auch, wie Jesus Petrus nach seiner Liebe fragt, dreimal verleugnet und dreimal wieder gefragt. Und dann schreibt Paulus noch, dass Jesus auf einmal 500 Menschen erschienen ist. Und diese Berichte sind ganz wesentlich für unseren Glauben, weil da eben verankert wird, dass Jesus wirklich in Raum und Zeit auferstanden ist. Das ist keine Fiktion gewesen, ist keine Einbildung, sondern wirkliche Realität. Es gibt Historiker, die eben auch von der Auferstehung als einer Tatsache sprechen, wie Jürgen Spieß, der darüber viel geschrieben hat und der das auch am Neuen Testament plausibel macht. Es gibt viele gute Gründe dafür anzunehmen, es sind authentische Berichte, die einfach glaubwürdig sind. Denn ohne Ostern wäre unser Glaube vergeblich. Dann hätte auch sein Leiden und Sterben nichts Wirkliches gebracht. Dann wäre er vielleicht ein schönes Vorbild fürs Leiden gewesen, aber wir hätten nicht wirklich eine Perspektive, auch für die, die gestorben sind. Wenn es nicht Ostern gegeben hätte, dann hätte sein Tod nichts bewirkt. Dann wäre unsere Schuld nicht vergeben, wir hätten keine Hoffnung, werden auf ewig verloren. Und in diesem Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, von dem wir Teile gehört haben, macht Paulus das ja ganz deutlich, dass alles mit der Auferstehung steht und fällt. Und Paulus verbindet das dort mit unserer eigenen Auferstehung, wenn er 1. Korinther 15, Vers 16 schreibt, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in unseren Sünden, in euren Sünden. Dieses Thema soll es auch heute Morgen gehen in 1. Thessalonicher 4. Das ist allerdings jetzt nicht so sehr die Frage nach unserer persönlichen Auferstehung. Die Thessalonicher hatte noch eine ganz andere Frage beschäftigt. Denn all das, was wir gerade besprochen haben, waren denen eigentlich relativ klar. Jesus ist auferstanden, das war für die auch eine Tatsache. Er wird wiederkommen, das war alles sonnenklar. Aber was war eigentlich mit den Leuten, die schon gestorben waren? Hatten die noch Hoffnung? Für uns vielleicht eine komische Frage, aber es war in dieser Zeit des Übergangs für die Thessalonicher eine ganz entscheidende Frage. Und wir lesen aus Kapitel 4 die Verse 13 bis 18. 4 ab Vers 13. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird,
Wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel. Und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also, es fängt in Vers 13 an, wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen. Denn Paulus ist überzeugt, dass Unwissen und Unkenntnis ganz wesentlich sind und ihren Ursprung in der Angst haben. Das ist heute nicht anders als früher. Und nun waren die Thessalonicher gar nicht so sehr um sich selbst besorgt, hatten um sich Angst und Zweifel, sondern sie hatten eher Sorge, was würde mit den Verstorbenen sein. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Also was würde aus denen werden, die nicht mehr am Leben sind, wenn Jesus wiederkommen würde? Würden sie auch dazugehören? Das ist vielleicht eine Frage, die in unseren Ohren ganz merkwürdig ist. Aber wir lesen in Apostelgeschichte 17, dass Paulus eben auf der zweiten Missionsreise 3 Wochen in Thessaloniki war, missioniert hat, gab etliche Widerstände von Seiten der jüdischen Gemeinde dort. Es entstand eine kleine christliche Gemeinde, aber es war klar, in 3 Wochen, da konnte er natürlich nicht alles vermitteln. Er hat sich ja viel gepredigt und verkündigt, wahrscheinlich jeden Abend, wenn die dann Dienstschluss hatten, in den Häusern das Evangelium ausgelegt. Aber vieles blieb offen. Und sie wussten, Jesus wird in Herrlichkeit wiederkommen. Das lesen wir an diesen Stellen. Aber hatten auch die Verstorbenen diese Hoffnung? Würde Jesus nicht für sie zu spät kommen? Wie traurig wäre das, wenn die keine Perspektive hätten. Und deshalb erzählt Paulus jetzt von der Auferstehungshoffnung, die nicht nur die Lebenden gilt, sondern auch den Verstorbenen. Eine Botschaft für Lebende und für die Toten. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Mir ist das auf der Reise in der Türkei auch nochmal ganz deutlich geworden. Überall Tempel in jeder Stadt. Große Tempel, prächtige Tempel. Alles war religiös durchdrungen. Das war vielleicht das Heidentum, wie man so sagt, aber es war doch alles religiös beseelt und für die Christen gar nicht so einfach. Gar nicht so einfach zu unterscheiden, was dürfen wir nicht mehr. Müssen wir dem Kaiser unsere Referenz erweisen, der sich ja als göttlich verstand. Wie ist das jetzt bei den verschiedenen Tempeln? Durfte man da opfern? Wie war das mit dem Götzenopferfleisch? Durfte man das verzehren? Und so weiter und so fort. Und es ist erstaunlich, dass in dieser Welt, wo alles so von Göttern wimmelte, sag ich mal, es doch so wenig Hoffnung gab. Warum sagt Paulus das? Damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ihr könnt ja mal in Tante Google nachschlagen, einfach mal Google benutzen, unter römische Grabinschriften. Ist interessant, wenn man mal über die Friedhöfe geht, was schreiben die Leute auf den Grabsteinen. Und unsere Friedhöfe zeugen von dieser christlichen Hoffnung, dass es weitergeht, dass es eine Perspektive gibt. Aber schaut euch das mal an, was die Römer auf ihren Steinen geschrieben haben. Ich habe euch mal 3 mitgebracht, ganz typische, jetzt nicht speziell ausgesucht, sondern im Grunde die 3 erstbesten. Ein Grabstein 200 vor Christus, ein früh verstorbener Scipione. Zitat:
Große Weisheit und viele Tugenden mit geringem Alter besitzt dieser Grabstein. Derjenige liegt hier, dem das Leben, nicht die Ehre fehlte für ein Erdenamt. Der niemals an Tugend besiegt wurde, ist im Alter von 20 Jahren diesem Ort übergeben worden. Fragt nicht nach dem Erdenamt, welches ihm nicht übertragen worden ist. Oder ein zweiter Grabstein aus dem ersten Jahrhundert vor. Eine Mutter trauert um ihren Sohn. Gnaeus, Tarakios, Sohn des Gnaeus, lebte 20 Jahre. Seine Knochen liegen hier. Ach, ach, Tarakios, einem wie bitteren Schicksal bist du ausgeliefert worden. Obwohl du das Lebenalter nicht vollendet hattest, bist du dem Tod übergeben worden. Als es sich für dich schickte, in Jugend zu blühen, bist du gestorben und hast deine Mutter in Trauer zurückgelassen. Noch einen dritten. Das zeigt so ein bisschen das Idealbild einer tüchtigen Matrone. Sind manchmal nicht nur diese Klagen, manchmal auch Aufforderungen, ja, das Leben deshalb zu genießen, weil es keine Perspektive gibt und so weiter. Diesem Grabstein eine andere Aufforderung. Fremder, was ich sage, ist wenig. Bleib stehen und lies es. Hier ist das wenig schöne Grab einer schönen Frau. Die Eltern nannten sie Claudia. Sie liebte ihren Ehemann von ganzem Herzen. Sie gebar zwei Söhne, von denen sie den einen auf der Erde zurücklässt, den anderen unter die Erde legte. Sie war von heiterem Gespräch, besonders aber von angemessenem Gang. Sie bewahrte das Haus und spann die Wolle. Ich habe gesprochen, geh weiter. Das ist es. Das ist es wirklich. Guckt euch diese ganzen Grabsteine an. Tante Google wird euch da ganz viele liefern. Ich habe das dann erst verstanden, was Paulus sagte, dass ihr nicht wie die anderen traurig seid, die keine Hoffnung haben in dieser Welt, die, wie gesagt, voller Götter war, aber doch keine Perspektive gab. Und da hinein dieser Osterruf, Jesus ist auferstanden, wir werden auferstehen und auch die Toten haben Anteil an diesem Neuen, auch an dieser Hoffnung. Und wenn man fragt, ist das nicht sehr ungewiss, wer garantiert das? Dann sagt Paulus, Vers 14, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Also Jesus selbst ist der Beweis dafür. Er ist gestorben und auferstanden, nicht eben wie Lazarus und die anderen, die auferweckt worden sind, aber dann doch wieder sterben mussten. Jesu Leib gehört schon zu diesem Neuen, zu dieser neuen Welt Gottes. Und diese Verheißung gilt dann eben auch für Christen. Unser irdischer Leib wird zwar zerfallen, aber wir selbst, unsere Persönlichkeit, was man früher mit Seele bezeichnet, das bleibt erhalten und wird überkleidet werden, wie Paulus das nennt. Und deshalb spricht Paulus von den Verstorbenen auch nur als Entschlafenen. Das ist ja eigentlich ein sehr schönes Bild, der Tod als Schlaf. Gott wird uns auferwecken und wir werden einen neuen Körper, einen neuen Auferstehungsleib erhalten, so wie Jesus den auch bereits hatte. Denn wir sagen euch das mit einem Wort des Herrn, Vers 15, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also diejenigen, die bei der Ankunft Jesu noch am Leben sind, haben in dieser Hinsicht keinen Vorteil. Denn er selbst, Vers 16, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Haben wir auch ähnlich im Korintherbrief diese Beschreibung, so etwas wie eine riesige Posaune, die alles durchdringt. Niemand wird das überhören. Ob gläubig oder ungläubig, ob tot oder lebendig, diese Posaune Gottes hat so eine Macht, so eine Kraft, so eine Gewalt, dass Tote auferstehen werden und dass alle,
darauf hören werden. Niemand wird das überhören. Das wird in einem Moment, sagt Paulus, geschehen. Vielleicht während dieses Gottesdienstes. Wir wissen gar nicht, ob wir diesen Gottesdienst zu Ende bringen können. Vielleicht in der nächsten Woche. Wir wissen es nicht. Es kann auch noch 100 Jahre dauern. Paulus sagt mal, oder Petrus vielmehr im 2. Petrusbrief, ja, vor dem Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also für ihn ist Ostern wie vorgestern, 2000 Jahre. Das ist für ihn wie vorgestern. Und was wird dann passieren? Das ist ja auch ganz interessant hier, dass Paulus sagt, das Erste, worum Jesus sich kümmert, sind die Verstorbenen. Denen gilt seine allererste Aufmerksamkeit. Diese Millionen von verstorbenen Christen, darum kümmert er sich als allererstes. Wenn die Gnadenzeit vorbei ist, werden sie als Erste auferstehen. Und das ist hier ja fast so, als ob ihm danach verlangt, zunächst mit denen wieder Gemeinschaft zu haben, die ihm so ans Herz gewachsen sind, die ihn lieben und die er liebt. Und er sehnt sich wieder nach der Gemeinschaft mit diesen Verstorbenen. Er liebt seine Kinder und möchte diese Gemeinschaft mit ihnen. Wir lesen das ja verschiedentlich im Neuen Testament, dass Jesus Sehnsucht hat nach seinen Jüngern, auch das Abendmahl mit ihnen zu feiern und so weiter. Er liebt seine Gemeinde unendlich und hängt auch an denen, für die er gestorben ist. Und man könnte ja denken, so würde ich mir das in meiner Naivität denken, so von Hollywood geprägt, zunächst mal geht es den Feinden Gottes an den Karren. Also erstmal müssen die Feinde Gottes geschlagen werden. Ja, so wie bei Tolkien, Herr der Ringe und so, gibt so zwei Mächte, Gut und Böse, und das gibt immer so ein Auf und Ab, und dann haben die mal die Oberhand, die Bösen, und dann die Guten wieder, und es zieht sich dann unendlich hin, bis dann noch die Adler kommen und die Bäume laufen und alles Mögliche. Kennt vielleicht diese Verfilmungen. So denkt man sich das dann. Nicht so in der Bibel. Der große Feind Gottes ist gar nicht das Problem. Wenn wir das in Offenbarung 20 lesen, dann kommt es da gar nicht mehr zu diesem Endkampf, den Hollywood so ausmalen würde. Wenn der Feind Gottes sich rüstet für die Endschlacht, dann lesen wir dort, dass Jesus den einfach wegpustet mit dem Hauch seiner Lippen. Der wird geworfen in den feurigen Pfuhl und aus, vorbei, Schluss. Es gibt gar nicht den großen Endkampf, weil eben Gut und Böse überhaupt nicht auf einer Ebene sind, gar nicht gleichwertig sind. Da ist Gott und Jesus, und dann kommt nichts und nichts und nichts, und dann kommen auch erstmal irgendwelche anderen Mächte. Aber die stellen überhaupt kein Problem für Jesus dar. Geworfen in den feurigen Pfuhl, für immer aus und vorbei. Aber das Erste, er kümmert sich um die Verstorbenen. Denen gilt seine Liebe, seine Sehnsucht, sein Herz. Und das finde ich ganz erstaunlich. Und Vers 17, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also den Verstorbenen, entgegengerückt werden, auf den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Also diese beiden Gruppen, die noch Lebenden, wir vielleicht, und die Verstorbenen, diese Millionen, vielleicht Milliarden, werden vereint werden und werden dem Herrn entgegengerückt werden bei der Auferstehung. Es wird also so etwas wie eine Himmelfahrt stattfinden, sagt Paulus hier. Jesus wird gar keinen Fuß auf diese Erde setzen. Wenn er zurückkommt, werden die Toten und die Lebenden ihm entgegengerückt werden. In den Wolken, in die Luft, dem Herrn entgegen. Das kannte man so von Einzelnen, vom Alten Testament, von Henoch. Der wurde weggenommen, der war nicht mehr hier auf der Erde. Wir lesen es von Elia, eine ganz besondere Ehrbezeugung, dass er mit feurigen Wagen auffährt
in den Himmel. Und dann fragen einige, wo ist er denn? Und Elisa, sein Nachfolger, sagt, ihr könnt ihn ja suchen, wenn ihr wollt. Und die suchen ihn überall und finden ihn natürlich nicht. Also das kannte man von einzelnen Personen, so eine Entrückung. Aber hier wird das von der ganzen Gemeinde Jesu gesagt und auch von den Verstorbenen. Und dann werden sie sich treffen beim Herrn sein allezeit. So werden sie bei dem Herrn sein allezeit, für immer und ewig mit ihm verbunden, ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Da ist nichts mehr dazwischen, was uns irgendwie trennt von ihm, was uns stört, auch bei uns irgendeine Sünde oder irgendwie was, eine Unzulänglichkeit. Wir sind ja alle so unvollkommen und würden gern besser sein, aber versagen ja immer. Alles wird weggetan. Es wird alles in Ordnung sein. Alles wird gut, sagt man. Und so wird es dann wirklich sein. Nichts und niemand wird uns dann von Jesus trennen können. Es wird kein Leid mehr geben, keine Trauer, kein Schmerz, kein Tod, keine Sünde, keine Schuld, ewige Gemeinschaft mit Gott. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und im Johannesbrief heißt es sogar mal, wir werden sein, wie er ist, eben auch an diesem neuen Auferstehungsleib Gemeinschaft haben. Und wir leben jetzt noch im Glauben, auf Hoffnung hin, auf Vertrauen. Und manchmal ist es auch eine dünne Hoffnung und ein schwaches Vertrauen. Aber es ist egal, sagt Jesus. Wenn es nur so ein Senfkorn ist, so ein winziger Hauch noch, reicht völlig aus. Wir klammern uns einfach an Jesus und wir brauchen keinen starken Glauben, aber eben einen großen, starken Herrn. Und wir werden ihn sehen und wir werden bei ihm sein, alle Zeit. Und dann diese Perspektive, die wir in der Schriftlese gehört haben, dann wird alles vereint sein und Gott wird schließlich sein, alles in allem, ist Korinther 15, 28. Eine unglaubliche Perspektive, die uns der Apostel vor Augen stellt. Wir brauchen also nicht in Sorge zu sein, keine Angst zu haben, weder für uns noch für die Verstorbenen, weil Jesus sich selbst nach Gemeinschaft mit uns sehnt, weil wir ihm so wichtig sind, dass er als erstes für uns und für die Verstorbenen kommt und weil er selbst gerne persönliche Gemeinschaft haben möchte. Hoffnung für uns und Hoffnung für die Verstorbenen. Ich unterhalte mich manchmal mit jemandem von der Moon-Sekte, der wohnt bei mir im Ort, heißt auch Walter, 20 Jahre älter. Aber der hat eine ganz andere Perspektive von der Wiederkunft. Das ist eher Gericht und das Ende der Welt. Ja, wir kennen das von vielen Sekten, die drohen damit, die machen Angst. Dann heißt es, erwachet und wacht auf ihren Heftchen, die sie verteilten. Und die machen Angst mit der Wiederkunft Jesu. Ich habe ihm neulich gesagt, weißt du was, ich warte nicht auf das Ende der Welt. Ich warte nicht auf den Richter der Welt. Ich warte auf Jesus. Ich warte auf meinen Herrn, der wiederkommt. Und das ist eine ganz andere Perspektive. Ich warte nicht auf das Weltgericht. Ich warte auf meinen Herrn und er wartet auf uns. Das ist die biblische Perspektive, eine ganz andere Perspektive, die keine Angst vermittelt, sondern Hoffnung vermittelt. Ich weiß nicht, auf wen du wartest. Manchmal ist unsere Perspektive ja auch etwas verzerrt, etwas verrückt. Vielleicht haben wir auch Angst vor diesen Dingen, weil wir manchmal auch zu wenig wissen darüber. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen. Paulus gibt einfach Informationen, damit wir besser Bescheid wissen, damit wir keine Angst zu haben brauchen, damit wir Hoffnung haben und wissen, diese Hoffnung ist begründet. Das ist nicht aus den Fingern gesaugt, sondern es ist eine historische Tatsache. Und so wie Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen, wenn diese himmlische Posaune ertönt. Hoffnung für uns, Hoffnung für die Toten.
Und dann können wir auch eben sagen, komm, Herr Jesus, komm bald, wir freuen uns darauf. Manchmal mit schwachen Worten, manchmal nur mit leiser Stimme, manchmal durchdrungen auch von Schwachheit und Zweifel. Aber darauf kommt es nicht an. Unser Herr hat die Grundlage geschaffen und er verspricht es in seinem Wort. Und er selbst ist eben die Garantie dafür, weil er gestorben und auferstanden ist, werden auch wir diese ewige Perspektive haben. Amen. Lass sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Noch einen gesegneten Sonntag. Amen.